Diese Technik nennt man auch Descending Graduation, das heißt, wenn man von der längsten Länge immer kürzer wird. Yo, what's up? Mein Name ist Nuyen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und in diesem Video habe ich das nächste Hair-Tutorial, diesmal wieder auf Deutsch. Und ich hoffe, euch gefällt das Video, schaut es wirklich bis zum Ende an und nehmt alles mit, was geht. Ich freue mich auf alle Fälle und wir sehen uns. Und ja, Freunde, der allererste Step ist, ich nutze mein Vice Super Taper Cordless mit einem anderen Cover. Wie ihr seht, es ist kein Weißer, sondern es ist von mir einer selber designen lassen von der Marke V-Lit. Da steht mein eigener Name drauf und Samucha Club. Und bin ich mega dankbar auf jeden Fall dafür. Und ja, ich nutze einen 15mm Aufsatz auf die Maschine und der Hebel ist unten. Und da gehe ich jetzt über sein Decker, weil wir wollen natürlich die Haare schön kurz haben. Es ist ja auch ein Buzz Cut. Danach nehme ich meinen Wahl Magic Clip Cordless, gar kein Aufsatz drauf und der Hebel ist oben, also auf Closed. Und jetzt schneide ich so seine erste Grundlinie und ihr seht schon, dass ich erst links anfange und dann mich abarbeite bis zum Hinterkopf und dann vom Hinterkopf dann zur rechten Partie. Und ebenfalls nutze ich da meine kleine Bürste, die ist wirklich sehr, sehr gut, um einfach die ganz kleinen Härchen da von seinem Kopf wegzubürsten. Ja, trotz dass ich die Wahl Magic Clip auf Zero Gap eingestellt habe, habe ich trotzdem nochmal zur Not den Andy Slimline Pro AI Trimmer genommen und habe so nochmal über die erste Grundlinie, wirklich unterhalb, die ganzen Härchen weggeschnitten. Bei dem Schritt nehme ich dann meinen Brown Series 9 Shaver und trimme unterhalb der ersten Grundlinie alle Haarstoppeln weg, damit wir wirklich auf 0mm starten können. Und ihr seht auch hier, ich schneide mit der Maschine immer in leicht kreisenden Bewegungen, um einfach so die Linie, die man normalerweise sieht, wenn man die Haare wirklich richtig auf 0 macht. Ja, wir fangen zuallererst mit der rechten Seite an, da nehmen wir den 4,5 mm Aufsatz und der Hebel ist oben, also schneide die Maschine jetzt kürzer und gehe jetzt über der ersten Grundlinie fast schon bis zur höchsten Stelle des Profilbereichs und schneide die Haare jetzt schön kurz. Nach den 4,5 mm nehmen wir den 3 mm Aufsatz, der Hebel ist zuallererst unten, somit schneidet die Maschine länger. Und da gehen wir auch über die erste Grundlinie fast schon bis zur höchsten Stelle, aber wir gehen nicht höher als vorher bei den 4,5. Und dann verändere ich nur den Hebel, der wird dann nach oben gezogen und schneide trotzdem unterhalb der ersten, also überhalb, sorry, über der ersten Grundlinie schneide ich dann die Haare kürzer. Und ihr seht auch, diese Technik nennt man auch Descending Graduation, das heißt, wenn man von der längsten Länge immer kürzer wird. Hier habe ich dann nur noch meine Maschine genommen, ohne Aufsatz, der Hebel ist zuallererst unten und da verblende ich jetzt die erste Grundlinie. Man sieht die noch ganz leicht und deswegen switche ich dann den Hebel, der wird dann nach oben gezogen. Und dann verblende ich somit wirklich dann die erste Grundlinie
Und ja, das war's eigentlich schon. Trotz allem habe ich dann den 1,5 mm Aufsatz genommen auf Hebel unten, also der Hebel ist unten und somit schneidet die Maschine länger. Und man sieht eben noch ganz leicht eine kleine Linie und die will ich einfach schön verblenden. Und dann nehme ich den 1,5. Es ist für mich ein Detail-Aufsatz, also für die Details. Und da seht ihr auch wirklich, dass man mit den 1,5 sehr, sehr gut Details abarbeiten kann und somit kleinere Schnittlinien eben schön verblendet. Nach der Verblendung habe ich dann meinen Andy Slimline Pro LI Trimmer wieder genommen und habe jetzt wirklich gerade an der vorderen Partie der Tampel und an den Konturen wirklich, also an der kompletten eher, habe ich dann die Konturen schön sauber und in Form geschnitten, beziehungsweise eher gezeichnet. Ich sage dazu gerne zeichnen, weil ich da wirklich nur mit der Spitze von dem Trimmer arbeite. Ja, jetzt habe ich mal die Reihenfolge geändert. Ich beginne direkt mit dem Hinterkopf und da machen wir zuallererst den 4,5 mm auf unsere Maschine drauf. Der Hebel ist zuallererst unten, somit schneidet die Maschine länger und dann habe ich direkt geswitcht mit dem Hebel. Der wird dann nach oben gezogen und somit schneidet die Maschine kürzer. Nach den 4,5 nehme ich den 3 mm Aufsatz, der Hebel ist zuallererst wieder unten, somit schneidet die Maschine auf 4 mm und gehe ja dann wieder über der ersten Grundlinie drüber und dann verändere ich den Hebel, der wird dann nach oben gezogen, der Aufsatz bleibt drauf und somit schneidet die Maschine jetzt wirklich auf 3 mm und da gehe ich auch wieder über der ersten Grundlinie, um die dann wirklich schön zu verblenden. Jetzt benutze ich nur noch meine Maschine ohne Aufsatz und versuche die erste Grundlinie jetzt schön zu verblenden. Und da ist der Hebel zuallererst unten und dann wird er immer Stück für Stück nach oben gezogen und dann ist die erste Grundlinie verblendet. Und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, verlinke ich euch hier ein Video, wie man die erste Grundlinie schön verblendet. Aber schaut euch das Video erst zum Ende an und ja, wie gesagt, schaut erstmal das Herr-Tutorial und dann könnt ihr das Video anschauen, wie man die erste Linie richtig verblendet. Und genau auf der rechten Seite jetzt oder die rechte Hälfte vom Hinterkopf mache ich genau das Gleiche. Auch hier für die Details habe ich dann den 1,5 mm Aufsatz genommen. Der Hebel ist zuallererst unten, somit schneidet die Maschine auf 2,5 mm und gehe da wirklich nochmal über die erste Grundlinie und schaue, okay, wo sind noch zu dunklere Stellen, wo kann man noch ganz leicht Linien sehen und die verblende ich dann und arbeite die wirklich schön weg. Jetzt ist die linke Seite dran und da machen wir genau das Gleiche wie mit den vorherigen zwei Steps. Und zwar, wir nutzen erst den 4,5 mm Aufsatz auf unsere Maschine. Der Hebel ist zuallererst unten, das heißt, dass wir auf genau 5,5 mm schneiden. Und dann verändere ich jetzt den Hebel, der wird dann nach oben gezogen und somit schneidet die Maschine auf 4,5 mm. Und wir gehen über der ersten Grundlinie bis fast zur höchsten Stelle des Profilbereichs. Danach nehme ich meinen 3 mm Aufsatz und mache genau das gleiche. Ich gehe über der ersten Grundlinie drüber, der Hebel ist zuallererst unten, somit schneidet die Maschine auf 4 mm. Ich gehe nicht zu weit hoch, weil sonst neue Längen entstehen, das wollen wir nicht, wir wollen eine schöne Verblendung haben. Dann verändere ich den Hebel, der wird dann nach oben gezogen und somit schneidet die Maschine wirklich auf diese 3 mm. Und da gehe ich auch über die erste Grundlinie, aber nicht zu weit nach oben, weil wir sonst, was ich vorhin schon gesagt habe, neue Linien schneiden. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine schöne Verblendung haben von hell zu dunkel. Nun benutze ich nur meine Maschine ohne Aufsatz. Der Hebel ist zuallererst unten. Somit schneidet die Maschine auf 1 mm, weil ich sie vorher Zero Gap eingestellt habe. Wenn du mehr wissen möchtest, wie man die Maschine Zero Gapt, dann verlänge ich das hier oben und dann kannst du dir das nach diesem Hair-Tutorial anschauen. Und jetzt siehst du, dass ich den Hebel nach oben gezogen habe, somit schneidet die Maschine auf ca. 0,2 mm. Und dann siehst du auch, dass die Verblendung zu sehen ist. Für die Details habe ich dann wieder meinen 1,5 mm Aufsatz genommen. Der Hebel ist zuallererst unten, somit schneidet die Maschine auf 2,5. Und dann variiere ich wirklich immer sehr oft mit dem Hebel, ich spiele da sehr viel rum. Erst
unten, dann mal ganz oben gezogen, dann mal in der Mitte, um einfach so unterschiedliche Längen zu erreichen und da auch die Verblendungen besser zu schaffen. Auch auf der linken Seite müssen die Konturen schön sauber und in Form geschnitten sein. Und da nehme ich wieder meinen Andy Slimline Pro LED Eye Trimmer. Ist für mich einer der besten, die es auf dem Markt gibt. Und wenn ihr dazu gerne ein Unboxing sehen wollt, das verlinke ich auch hier im Video. Und ihr könnt es euch nach dem Hair-Tutorial anschauen. Also ich zeichne sozusagen die Konturen. Das klingt für mich viel besser als schneiden, weil hier arbeite ich wie gesagt sehr viel mit der Spitze der Haarschneidemaschine. Und zum Schluss nehme ich nochmal meine Wahlmaschine ohne Aufsatz und gehe einfach nochmal über die Details drüber, weil ein Fade ist eben sehr, sehr schwierig zu schneiden. Von der Theorie her ist es einfach, aber von der Praxis ist es wirklich so, dass man versucht, keine Linien zu sehen oder irgendwelche dunkleren Stellen. Und das muss wirklich von 0 auf 100 perfekt geschnitten sein und das ist eben das Schwierige bei einem Fade. NVD. Und hier merkt ihr, dass ich wieder meinen 4,5mm Aufsatz genommen habe. Und warum ist es der Fall? Weil ich habe einfach gesehen, dass auf der linken Seite von meinem Kunden, von meinem Modell, noch sehr dunklere Stellen waren. Und die müssen wir natürlich verblenden, damit der Übergang einfach noch schöner aussieht. Und deshalb habe ich einfach die gleichen Steps genommen, die ich vorher gebraucht habe, um überhaupt einen Fade zu kreieren von 0 auf 100. Und wir sehen einfach, okay, die dunkleren Stellen sind noch da. Was machen wir? Wir machen einfach genau das gleiche wieder. Wir nehmen jetzt unseren 3mm Aufsatz. Der Hebel ist variabel, habe ich geschrieben, weil man muss immer schauen, okay, wie sind die Längen denn eingestellt? Wie ist die Länge ungefähr an der Stelle, wo es noch zu dunkel ist? Muss man da vielleicht kürzer gehen oder länger? Und das müsst ihr dann entscheiden. Vorne am Stirnbereich seht ihr, habe ich noch die Haare etwas fransiger geschnitten, damit es einfach lockerer aussieht und dann nehme ich meine ganz normale Haarschneideschere, die ist 5 Zoll, die ist relativ klein, aber perfekt für meine Hand, weil ich jetzt auch nicht so die größte habe. Und dann habe ich gleich geswitcht und zwar habe ich dann mein Rasiermesser genommen, wirklich sehr, sehr vorsichtig, müsst ihr damit umgehen, gerade für Anfänger passt da wirklich sehr, sehr auf, weil sonst könnt ihr jemanden damit ganz, ganz schnell verletzen bzw. schneiden, weil eine Rasierklinge ist mega, mega scharf. Und ja, Freunde, das war's zum Hair-Tutorial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es gefallen hat, gib mir ein Like. Lasst einen Kommentar unten drunter, wie du das Video fandest. Hast du alles verstanden? Fandest du den Schnitt cool? Steht das der Person, dem ich das geschnitten habe? Und wenn du offene Fragen hast, schreib mir alles unten drunter in die Kommentare. Ich lese mir alles durch und werde auch diese dann beantworten. Und vergesst nicht, auf kostenloser Basis meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und mach die Glocke nebenbei an, da bekommst du eine Push-Nachricht, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt in meiner Endcard werde ich auf alle Fälle noch weitere Hair-Tutorials für dich markieren bzw. verlinken und dann kannst du dir das dann anschauen und dich weiter inspirieren lassen bzw. auch direkt umsetzen. Haut rein, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Maximal Erfolge dir. Bleibt dran bei der Sache und bleibt einfach gesund, gerade in der schwierigen Zeit. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Space, good body. You ain't just my honey, yeah. Hot like Cardi. Label in this bunny, yeah. Bella Hadid. Fucking on me. Bella on me. Tokyo streets. Is it love? Charlie, is it love? Charlie, you're my first lady. Yeah, you're my first lady. Take my glasses off, I can get an